Ein Epitaph an der Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz im polnischen Jelenagora Hirschberg erzählt von einem außergewöhnlichen Schicksal. Pastor Gottlob Adolf, der in Zittau das Gymnasium besucht und in Leipzig studiert hatte, wurde 1745 auf der Kanzel von einem Blitz erschlagen. Ein in Europa einzigartiger Fall. Große Geschichte und viele Geschichten verbinden sich mit dem barocken Gotteshaus. Es entstand 1709 bis 1718 als eine von 6 Gnadenkirchen in Schlesien. Sie waren in der Altranstädter Konvention von 1707 den evangelischen Gläubigen zugestanden worden. Die Gleichberechtigung der Protestanten hatte Schwedenkönig Karl XII. Gegenüber dem habsburgischen Kaiser Joseph I. durchgesetzt. Aus Dank wurde die Kirche nach dem Vorbild der Stockholmer Katharinenkirche vom schwedischen Baumeister Martin Franz errichtet, sogar noch höher und monumentaler. Das Bauwerk hat den Grundriss eines griechischen Kreuzes. Mit einer 57 Meter hohen massiven Kuppel und 4 schlanken Türmen lässt es schon von außen seine Größe ahnen. Die Kirche bietet mit 2-geschossigen Emporen über 4000 Menschen Platz. Das Bauwerk dient heute als katholische Kirche der Garnisonspfarrei zum Heiligen Kreuz. Die reiche Ausstattung im Innern verdankt das Gotteshaus den Stiftungen der wohlhabenden Bürger der Stadt. Immer wieder neu gibt der riesige Raum den Blick frei auf reizvolle Formen, Farben und Figuren. Die verzierte Kanzel von 1717 ist das Geschenk eines Görlitzer Kaufmanns. Sie wurde aus einem einzigen Sandsteinblock gehauen. Im Kirchenschiff faszinieren illusionistische Fresken des Prager Künstlers Felix Anton Scheffler. Über den Hochaltar erhebt sich ein gewaltiger Orgelprospekt, eine 1727 geschaffene künstlerische Einheit. Die Orgel mit 4571 Orgelpfeifen und 76 Registern gehört zu den prächtigsten und klangschönsten in Polen. Schauen, staunen und Ruhe finden, das kann man nicht nur in der Kirche, sondern auch im umliegenden Park mit barocken Grabkapellen und Epitaphen.